Hey, Dams! Hey, Tide, was ist los bei dir? Ach, ich könnte richtig kotzen, Alter. Warum denn? Ich musste 12 Bordelle schließen. Was? Ja, Mann, wegen diesen Dreckspandemien. Nee. Alle Angst, Kontaktbeschränkung, geplante Scheiße. Ich rechne jetzt richtig ab mit den Wichsern. Wir sind Unkraut in ihren Augen, weil wir die saudummen Geschichten nicht glauben. Und wir sind Unkraut in ihren Augen, weil wir draußen sitzen und rauchen. Denn wir sind Unkraut in ihren Augen, weil wir wachsen und irgendwann laufen. Doch wenn wir fliegen oder uns auflehnen, wollen sie uns dann am liebsten ersaufen. Doch wir sind Unkraut. Uns kann man nicht ertränken. Unkraut, Unkraut. Uns kann man nicht ertränken. Hey Dams, guck, es gibt da diese Machthaber. Sie lieben Kinder und sie spielen mit dem Wachsmaler. Du weißt genau, wen ich meine. Die Chefs dieser Welt aus Geburten von Scheiße. Musk, Gates, Zuckerberg, meinst du die? Ja genau, dicker, guter Scherz. Nein, im Ernst, Mann, ich glaube, du guckst so viel Dokus. Kein Mensch frisst Fotos, trau nicht den Fotos. Was, Fotos, ich aß Hummus mit George Soros. Hassmodus, als er fragte nach Snuff-Pornos. Er wollte alles in Lack und Leder, plus den Tod wie bei 8 mm. Die Täter bestraft auch das Recht. Unendlich Cash, die stehen über dem Gesetz. Aufklärer machen sie komplett schlecht. Snowden und Assange schimmeln immer noch echt. Also lass mal zusammen die ganze Scheiße einreißen. Oder willst du das hier nur wirklich mit deinem peinlichen Schweigen begleiten? Eisige Zeiten brechen jetzt an für die meisten. Diese Reichen wollen nur schleichen in deinen, denn wir sind Unkraut. Uns kann man nicht ertränken. Uns kann man nicht ertränken. Klaus Schwab erzählte mir den Plan. Chips in den Arm. Nein, Hirnimplantat. Digitales Geld ohne Bankautomat. Denkst du falsch? Legt man dir dein Konto dann lahm? Alles nur Verschwörung, dicker, totale Verblödung. Wer das war, wer das die Krönung. Niemand fummelt an meinem Hirn rum. Bei genug Zerstörung schreien sie nach der Lösung. Nein, ich meine, Mann, wir hätten hier doch massenhaft Empörung. Haha, zu viele sind noch im Wachschlaf. Guck, der Mensch denkt nicht nach, wenn er Angst hat. Alle spielen brav mit bei der Partie. Bald übernimmt ihre Arbeit die KI. Massenarbeitslosigkeit, Pech, mon ami. Wer sollte sowas wollen? Die Tech-Industrie, genau. Sie wollen ein Paradies. Richtig schön, so mit Bäumen und solarbetriebenen elektrischen Zäunen. 8 Milliarden sind 7 zu viel. Was meinst du damit? Sie wollen die Menschheit reduzieren. Wie? Mit Viren, Krieg und Viren, Impfstoffen, die sie an dem Volk ausprobieren. Denn wir sind Unkraut in ihren Augen, weil wir die saudummen Geschichten nicht glauben. Und wir sind Unkraut in ihren Augen, weil wir draußen sitzen und rauchen. Denn wir sind Unkraut in ihren Augen, weil wir wachsen und irgendwann laufen. Doch wenn wir fliegen oder uns auflehnen, wollen sie uns dann am liebsten ersaufen. Doch wir sind Unkraut. Uns kann man nicht ertränken. Uns kann man nicht ertränken. Ja, hallo Thomas, schön dich zu sehen. Hast du auch Demo-Dienst? Rumstehen und Kohle kassieren. Wunderbar. Du, kick mal, ich hatte gestern wieder so einen Gedankenverbrecher. Oh. Ja, er hat über so einen Reim nachgedacht. Also wie so ein Philosoph oder was? Nee, ich glaube Sprechgesang ist das. Nee, das ist verboten. Ja, ich weiß. Warte, ich schick dir mal den Gedanken. Ja, guck mal. Ich finde, alle Ungeimpften sollten Sternfamilie-Haare tragen, so wie Lisa Simpson. Das geht ja nicht. Hast du sein Grundeinkommen gesperrt? Na Logo, aber pass auf, das ist doch antisemitisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann müssen wir nächste Woche mal vorbeischauen. Ja. Kriegen Korrekturspritze, wa? Genau, mit ich auch. Super, wieder einer weniger. Aber warte, müssen wir aufpassen. Wieso? Ja, wenn die ganzen Spinner weg sind, habe ich gar keinen Demo-Dienst mehr. Ach so!